Der Jurassic Park San Diego ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, wahrscheinlich aber auch nur irgendwie so ganz nebenbei, denn der flackert auch nur so ganz nebenbei mal auf, und zwar in The Lost World Jurassic Park 2. Ganz genau, im zweiten Film hören wir zum allerersten Mal, dass John Hammond einen ursprünglichen Plan hatte, der bereits vor dem Jurassic Park auf der Isla Nublar geplant war, nämlich einen Jurassic Park in San Diego zu bauen. Dieser Park wäre allerdings grundlegend anders gewesen vom gesamten Aufbau. Und wie der ausgesehen hätte, da quatschen wir jetzt mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Also ich bin nach wie vor total der Meinung, dass wenn wir wirklich ein Jurassic Universe bekommen, das Franchise geht hier offiziell weiter, wenn es wirklich ein Universe oder ein Universum werden soll, ähnlich wie bei Marvel, bei Star Wars und allen anderen Franchises aktuell gibt, dann würde ich gerne Filme sehen wie Was wäre, wenn Jurassic Park San Diego wirklich funktioniert, beziehungsweise wenn John Hammond wirklich diesen Park eröffnet hätte und eben nicht auf Isla Nublar gebaut hätte. Ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Der Grund ist hier ganz einfach der, dass Jurassic Park in San Diego nicht einfach nur einen anderen Standpunkt hatte. Nein, der Park wäre auch grundlegend anders aufgebaut vom gesamten Konzept her. Wenn wir uns gerade mal den Jurassic Park vor Augen halten, den wir aus den Filmen bzw. aus dem ersten Jurassic Park Film kennen, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass der Park ja relativ groß ist. Also er kommt uns zumindest sehr weitläufig vor. Was zum einen auch an der Szene mit dem Fahrzeug liegt, wo ja unsere Helden relativ lange im Film durch den Park gelotst werden und erstmal keine Dinosaurier sehen und dann fahren sie eben weiter. Das wirkt schon alles recht gigantisch. Schauen wir uns jetzt mal den Jurassic Park in San Diego an. Der ist da schon wesentlich übersichtlicher aufgebaut als der Jurassic Park auf der Isla Nublar. Das Ganze sollte auch wie ein Amphitheater aufgebaut werden. Das heißt, wir haben einen zentralen Mittelpunkt. Den sehen wir auch hier ganz schön auf diesen Bildern, die hinter Peter Ludlow in Jurassic Park 2 hängen. Ein weiterer Unterschied wäre noch gewesen, dass du im Jurassic Park keine Dinosaurier hättest sehen können, ohne mit einem Fahrzeug von A nach B geführt zu werden. Das heißt, John Hammond hätte mehr oder weniger die Kontrolle über das gehabt, was du eben siehst. Das wäre im Jurassic Park San Diego besser gelöst und wesentlich unübersichtlicher, aber eben besser und freier für die zahlende Kundschaft. Schauen wir uns das Bild nämlich mal genauer an, sehen wir, dass wir hier direkt vom Anfang an, also sobald wir den Jurassic Park in San Diego betreten, auf der linken Seite eine Gruppe Brachiosaurier haben und auf der rechten Seite eine Gruppe Stegosaurier begutachten können. Es gibt hier noch andere Konzeptzeichnungen, die seltsamerweise parallel zu der hier auch in Jurassic Park 2 zu sehen sind, bei denen man sieht, dass auf beiden Seiten Brachiosaurier gewesen wären. Ist ja auch vollkommen wurscht, auf jeden Fall hätten beide Gehege links und rechts von den Gästen Dinosaurier beherbergt. Das heißt, direkt beim Reinlaufen hättest du die Saurier betrachten können, ohne dich irgendwie mit einem Safari-Truck durch die Gegend kuschieren lassen zu müssen. Das Ganze ist eben aufgebaut wie ein Amphitheater, das habe ich eben gerade schon erwähnt. Das heißt, wir haben einen zentralen Mittelpunkt und das Ganze wird auch relativ rund aufgebaut. Wir haben also kurz nachdem wir den Hauptgang, die Hauptstraße langlaufen, die mich dann auch irgendwie auch an Jurassic World erinnert hat. Und Jurassic World macht ja eine Sache immer sehr clever. Die nehmen sich dann noch einzelne Versatzstücke aus Jurassic Park und bauen die eigentlich sehr schlau. Ja, ein Lob von mir an Jurassic World, sehr schlau mit in die Geschichte ein. Und das könnte auch hier der Fall sein, denn auch hier haben wir erstmal so eine gerade Straße, die nach vorne geht, bevor dann eben die Kundschaft, die Besucher dieses Parks sich frei entscheiden können, ob sie nach rechts oder nach links gehen. Und sie können sich quasi, ähnlich wie auch in einem Wildpark, die Saurier in ihren, meiner Meinung nach, viel zu kleinen Gehegen ansehen und die eben begutachten. In der Mitte des Amphitheaters haben wir dann die Hauptattraktion und hier gibt es gleich eine ziemlich knackige Fantheorie dazu, die ich sehr interessant finde und die wahrscheinlich auch wieder Stoff für eine neue Was-wäre-wenn-Geschichte gibt. Dazu kommen wir aber erst gleich, also dranbleiben. Im Mittelpunkt sehen wir also quasi sowas wie eine Arena. Mich hat das sehr an so einen Zirkus erinnert, wo quasi dann so Vorstellungen aufgeführt werden und hier werden dann sehr wahrscheinlich Dinosaurier vorgestellt worden. Und ey, Peter Ludlow ist natürlich auch sehr manipulativ, beziehungsweise er lässt sich mit Sicherheit sehr leicht manipulieren. Das kann man schon irgendwie so an seiner Art erkennen, die er in Jurassic Park 2 im Film an den Tag legt. Und sehr wahrscheinlich hätte man hier im Endeffekt dann auch letztendlich Dinosaurier präsentieren können, die dann von Käufern abgeworben worden wären für mehrere Millionen Dollar.
Und so hätten sich die Saurier sehr wahrscheinlich auch übers Festland verbreitet. Aber das ist jetzt nur eine Theorie von meiner Seite aus. Die richtige Theorie kommt gleich noch. Denn interessant hierbei ist auch zu sehen, welche Dinosaurier in dem Jurassic Park San Diego gewesen wären. Nicht nach John Hammonds Vorstellung, das wären dann dieselben Saurier, die eben auf der Isla Nublar waren, sondern eben nach Peter Ludlows Vorstellung. Logischerweise wären alle Dinosaurier, die Ludlow auf der Isla Sorna gefangen hat oder auch fangen wollte, in diesem Park ausgestellt worden. Zu diesen Dinosauriern gehören unter anderem der Parasaurolophus, der Gallimimus, der Pachycephalosaurus, der Triceratops, der Stegosaurus, der Compsognathus. Die Saurier natürlich alle in verschiedenen Paaren. Wie viele pro Stück jetzt da sind, irgendwie nicht angegeben gewesen, aber es wird wohl nicht nur ein Kombi gewesen sein, wohl eher eine ganze Gruppe. Und zu guter Letzt wäre auch der Tyrannosaurus Rex in diesem Jurassic Park San Diego gelandet, zusammen mit seinem Kleinen. In Jurassic Park 2 sehen wir ja bereits, dass das Jungtier schon in den Jurassic Park San Diego gebracht wurde und da sichergestellt wurde, obwohl sichergestellt, eigentlich war da gar keine Sicherheit um den Saurier herum und die konnten ihn einfach so rausholen und waren dann auch wieder ruckzuck mit dem draußen. Ist aber egal, auf jeden Fall war der Baby Rex bereits im Jurassic Park San Diego gewesen. Der große Rex, der Bull Rex, also das männliche Tier, hätte ursprünglich auch noch im Jurassic Park San Diego bleiben sollen. Und es gibt Hinweise aus bestimmten Skripten darauf, dass Ludlows ursprünglicher Plan hätte sein sollen, den T-Rex in der Mitte dieses Amphitheaters zu präsentieren. Jetzt kommen wir zu der Fantheorie. Ich habe ja schon angesprochen, dass das Ganze sich anfühlt wie ein Zirkus, zumindest im Mittelpunkt, im Amphitheater selber haben wir in der Mitte so diesen zentralen Punkt. Rundherum haben wir so eine Tribüne aufgebaut, die dann noch von Steinen bedeckt ist, damit das alles auch sehr natürlich wirkt. Die Theorie, von der ich euch jetzt erzähle, geht davon aus, dass hätte Peter Ludlow es geschafft, den Jurassic Park in San Diego aufzubauen, wäre früher oder später ein Owen Grady Teil dieses Jurassic Parks geworden, weil er dazu beauftragt worden wäre, den Tyrannosaurus Rex zu zähmen. Ist eine Theorie, die jetzt irgendwie auch so aus dem Nichts kommt. Ich weiß auch nicht genau, warum es Owen Grady sein muss. Wahrscheinlich, weil Owen Grady auch in Jurassic World schon die Raptoren gezähmt hat. Ich sag ganz ehrlich, lasst mal Owen Grady so beiseite. Aber die Idee, dass der Rex hätte gezähmt werden können, oder zumindest, dass der Versuch gestartet worden wäre, ist relativ logisch. Denn schauen wir uns mal so einen Zirkus, so Attraktionen von heute an. Auch hier dressieren Dompteure zum Beispiel Elefanten, mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Ist eine ziemlich grauenvolle Art und Weise, mit Tieren umzugehen. Aber auch das hätten sie mit Sicherheit im Jurassic Park mit dem T-Rex gemacht. So weit geht dann eben diese Theorie. Wie das Ganze hätte weiterverlaufen sollen, davon wird nicht gesprochen. Aber ich fand die einfach ganz nett, diese Theorie, weil die wirklich zu einem sehr schönen Was-wäre-wenn-Szenario führen könnte, was sie auch schon bald bekommen werdet. Ja, die Was-wäre-wenn-Geschichten gehen schon sehr bald weiter. Wenn du die ersten beiden verpasst hast, dann schau sie dir einfach mal hier oben an. Da rede ich zum Beispiel darüber, was wäre, wenn der Spinosaurus in Jurassic Park 1 dabei gewesen wäre oder was wäre, wenn Dennis Nedry die Embryos zu Louis Dutchton gebracht hätte. In diesem Sinne bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Was hältst du von Jurassic Park San Diego? Wie findest du den Aufbau des Parks? Sagst du, der ist tatsächlich besser als der von Isla Nublar? Oder sagst du, nee, der Isla Nublar Jurassic Park ist der perfekte Jurassic Park? Meine Meinung ist ja so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube einfach, dass Jurassic Park San Diego sehr viele Gefahren beherbergt hätten, die natürlich ruckzuck auf dem Festland wären, wenn irgendwas schiefgegangen wäre. John Hammonds Park war ja da ein bisschen abgeschirmter gewesen. Aber ich muss sagen, ich finde die Idee eines Parks, der mehr aufgebaut ist wie ein Wildpark, wo sich dann die Besucher frei bewegen können, finde ich doch ein bisschen attraktiver als dieses Ganze mit dem Auto hin und her gefahre und quasi alles in einem Rutsch durchnudeln. Ist aber nur meine Meinung. Jetzt bist du gefragt, wie stehst du dazu? In diesem Sinne bin ich jetzt auch schon raus mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dann. Ciao.